Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Das ist Spyro 3, Year of the Dragon. Und ich werde das einfach mal Let's Playen. Wir laden unser Spiel, denn ich will jetzt nicht unbedingt die ganzen Szenen zeigen. Das sind nämlich drei Filme und die dauern bestimmt so ungefähr 8 Minuten. Deswegen überspringen wir das Ganze einfach mal. Ja, zeigt ja trotzdem auch nicht schlecht. So, jetzt startet. Jetzt startet das Spiel erstmal. Und wir werden direkt in die Welt geschickt. Wir müssen als Spyro alle Edelsteine einsammeln. Alle Kisten aufbrechen, wo die Edelsteine drin sind. Ja, und ja, diese Kästchen hier geben euch Leben. Und wie gesagt, dieses Spiel habe ich vor 6 Jahren mal gespielt. Deswegen habe ich von der Steuerung keine Ahnung mehr. Ich spiele das ja auch über PC. Deswegen gucken wir mal, ob das was wird. So, da haben wir unser erstes Ei gefunden. Mit den Eiern kann man neue Portale freischalten, wo man mehr findet. Aber dazu sehen wir später mehr. Gucken wir uns erstmal die Umgebung hier an und sammeln erstmal alle Edelsteine ein. Kamera ist voll Kroke, aber das gibt eine Taste, wie man die steuert. Aber ich finde die gerade nicht auf meiner Tastatur. Aber was soll's. Gehen wir einfach mal weiter. Und hoffen mal, dass dieses Let's Play mehr Aufrufe kriegt. Denn das ist ein bisschen wenig oder arm. 24 Aufrufe für ein Video von Grand Chase. Deswegen habe ich mal versucht, ob ich hier vielleicht mehr Aufrufe kriege. Am besten noch abonnieren, dann werde ich mehr Dings da aufgemuntert, dass ich mehr Videos mache. Weil sonst weiß ich ja, dass sowieso keiner zuguckt. Aber das überlasse ich euch. So. Das ist unser erstes Level gewesen, wie man sieht hier. Sunny Will. Da gehen wir gleich auch hin. Aber ich glaube, wir sammeln erstmal alle Edelsteine. Hier ist der Geldsack, der ist voll geizig. Der will nämlich immer Edelsteine, also ganz viele Edelsteine haben. Damit wir so ein Tier freischalten, mit dem man ein Spezialdungeon betreten kann. Ja, wenn nicht genug haben, machen wir das noch nicht. Aber in dem ersten Part werde ich erstmal alle Edelsteine in diesem Level sammeln, glaube ich zumindest. Hier ist Hunter, also Jäger, der uns erklärt, wie man fliegt. Ich hoffe mal, dass ich die Tasten finde. Nein, natürlich nicht. Oh doch, habe ich gefunden. Gucken wir nochmal. Später. Sammeln wir erstmal hier die Gegenstände alle ein. Weil man braucht am Ende, ich glaube, ich kann mich noch so dran erinnern, eine bestimmte Anzahl von Edelsteinen, damit man das letzte Level freischaltet. Und ich glaube, man braucht auch alle Eier. Ja, alle Eier brauchte man, obwohl man ja mit 2 schon genug hat eigentlich, oder? Ja, müsst ihr entscheiden, ob 2 reichen oder nicht. Könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben. Aber ist jetzt egal. Hier ist die Fee, die erklärt uns, wie man die Kamera steuert. Gucken wir mal, ob man die irgendwie einstellen kann. Nein. Aha, jetzt stellt sie sich also automatisch um. Und hier ist Jäger nochmal. Voll geil, oder? Der war gerade da und jetzt ist er da.
Aber das waren die alten PS1-Spiele mal. Kann man nichts dran ändern. Ich fand's eigentlich ganz gut, die PS1-Spiele. Die waren viel länger als manchen PS3 oder manch PS2-Spiele, dass man an einem Tag durchzocken kann. So, hier ist auch so ein Ei drin. Da kann ich mich noch dran erinnern. Taste finden. Da. Hä? Wo? Wo war denn jetzt die Taste? Das war vorher Spuk. Das. Okay. Dann haben wir ein neues Ei gefunden. War eher ein neuer Drachen, wie man es sagen soll. So. Dann war erstmal hier alles ein. Die Schafe können übrigens auch wieder das Park so ein bisschen Leben geben, damit man nicht so schnell tot geht. Und dieser will schon eine bestimmte Anzahl von Eiern, nämlich 10, damit man in diesen Dungeon oder Level kommt. Spyro, mein Jäger, quatscht uns natürlich wieder an, wie man schwimmt. Aber das wissen wir, glaube ich, schon alle. Also nur die Neuen, die wissen das natürlich nicht. So, da haben wir schon wieder so ein scheiß Schild. Das können wir natürlich erst benutzen. Also das sind diese Schilder. Die kriegt man, glaube ich, am Ende frei, wenn man so eine Welt abgeschlossen hat, wie ich mich noch erinnern kann. Aber bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wie schwimmt man hier? Lol. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier abtaucht. Ach so, X. Ja, der Drache hat natürlich unendlich Luft, wie man sieht. Schwimmen wir erstmal alles. Also machen wir erstmal alle Objekte tot am besten. Kaputt meine ich, tot geht ja schlecht. So. Da haben wir gleich schon wieder 15 Minuten erreicht. Geht ganz schön schnell um die Zeit. Und da schon wieder ein Ei. Aber wir gucken erstmal. Ja, wir haben alles eingesammelt. Und wir machen einfach mal das Ei kaputt. Und da war Bruce drin. Bestimmt von Supertalent. Ja. Hier haben wir alles. Jetzt gucken wir mal da drin. Ich glaube bei dem Luftballon. Hier kann man übrigens zu einer anderen Welt fliegen, aber der Luftballon wird erst aktiviert, glaube ich, wenn man genug Eier hat. Also wer Eier hat, genau, 15 glaube ich. 15 Eier wird schwierig mit 2. Gucken wir mal, ob wir noch so viel zusammenkriegen. Aber das schätze ich mal schon. Hier braucht man 14 Eier und wir werden natürlich wieder angequatscht. So, jetzt haben wir 302 davon. Nein, scheiße, jetzt sind wir runtergefallen und wir beeilen uns natürlich. Und wir rennen gegen Jägers Eier. Der hat natürlich nichts gemerkt, weil der seinen Eierheck anhat. Und wir fliegen schon wieder weiter. Nicht mein Tag heute, wie immer. Und schon wieder gegen die Eierbahn. WTF. Jetzt schaffen wir das doch. Genau. Auf der letzten Minute haben wir das noch geschafft. So, dafür brauchen wir jetzt 20 Eier. Das ist, glaube ich, das letzte Tor von dieser Welt hier. Und wir brauchen noch ist die letzten von da oben bei Jäger, der uns das Springen beibringen will. Nein, wir wollen nicht zu Geld sein. Der quatscht uns nur voll, dass er Kohle will. Und wir werden natürlich nochmal angesprochen. Juhu. Geschafft. Hier ist schon wieder ein neues Level und hier müssen wir jetzt den Doppelsprung machen. Und der fehlt natürlich bei uns. Wie immer.
Hatte ich irgendwie schon gedacht, dass das nix wird. Und wir werden natürlich immer angequatscht, wenn wir den Sprung nicht schaffen. Wieso ging das nicht? Achso, ich muss ja... Ja, genau. Okay. Ja, die Steuerung ist bei mir natürlich fail, wie man sieht. Aber holen wir uns erstmal die Juwelen hier. Und fliegen dann sofort wieder dahin. Und hoffen mal, dass wir jetzt alles eingesammelt haben. Aber das ist ja noch ein verstecktes Ei. To get the best glide distance. Ja, wir haben es geschafft. Einmal durchatmen. Wie man sieht. Und wir haben einen neuen Drachen befreit. Und hoffen wir, dass hier die letzten Edelsteine drin sind. Schreibt mal in den Comments, ob ihr mehr von Spyro 3 wollt oder nicht. Oder ob überhaupt einer auf mein Video findet. Oder ob überhaupt einer mal meinen Channel gefunden hat. Das würde mich mal interessieren. Dann könnt ihr euch nämlich mal das Let's Play von Grand Chase angucken. Das ist ein Online-MMORPG. Aber müsst ihr natürlich nicht. Und ich hoffe mal, wir haben 400 Edelsteine. Damit haben wir alle. Und wir holen in den letzten Minuten das geheimnisvolle Ei. Und ich hoffe mal, dass ich das noch kriege. Da haben wir es. Amy haben wir gefunden. Und damit haben wir alle Eier in der ersten Welt, also wo man die Auswahl hat von den Dungeons, gefunden. Und wir werden uns im zweiten Part in diesen ersten Level treffen, bei Sunny Villa. Bis später, Leute.